nächste Folge. Ja, herzlich willkommen, meine geilen Schlabberbäuche, zu der ersten Folge hier Pikmin 2. Nachdem wir Pikmin 1 ja, naja, ich würde mal sagen, relativ gut gemeistert haben. Ja, hätte man besser machen können, klar, aber ich kannte mich noch gar nicht mit der Materie aus hier von Pikmin, wie das Ganze abläuft. Nun wissen wir ein bisschen Bescheid und ich habe auch gehört, dass das durch einen Abonnent, ich weiß nicht, ob es ein Abonnent ist, ob er mich abonniert hat, aber durch einen Kommentar unter meinen Videos von Pikmin, habe ich erfahren, dass bei Pikmin 2 das nicht mehr mit diesen Zeiteinheiten ist. Dass man da irgendwie ja nicht mehr unter Zeitdruck so unbedingt steht. Ja, werden wir mal schauen. Pikmin 2, oh, jetzt startet hier irgendwas. Ja, egal. Können wir mal schauen. Pikmin 2 ist ja für den GameCube erschienen damals. Und zwar in Europa am 8. Oktober 2004. Und später kam es dann auch für die Wii am 24. April 2009. Ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Tatsächlich schon wieder über 5 Jahre. Mann, wie die Zeit vergeht, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, da ich es noch nicht gespielt habe, Mann, immer diese Versprecher hier, machen wir das doch mal, ne? Pikmin 2 am Start. Eigentlich spiele ich es jetzt auch durch diesen Kommentar, den ich bekommen habe, bin ich wieder darauf aufmerksam geworden und habe mich wieder daran erinnert, dass ich auch Pikmin 2 auch noch hier habe. Und würde ich sagen, probieren wir es mal, wa? Ach, Zwei-Spieler-Modus gibt es hier auch, wie cool. Optionen. Schauen wir erstmal da kurz rein, was ich hier noch verstellen kann. Ich weiß nicht, ob es zu laut ist, aber ich schätze mal nicht. Und wenn, ich verändere das eh immer in der Videobearbeitung später. Was ist denn Deflicker? Keine Ahnung. Egal, wir brauchen hier, denke ich mal, nichts verändern. So wie ich das gerade auf den Ohren habe, geht das eigentlich von der Lautstärke. So, dann würde ich mal sagen, Spiel beginnen, ne? Pikmin 2 Speicherdatei erstellen. Jo, brauchen wir ja. Denn ich werde das ja nicht alles an einem Stück durchspielen hier. Das ist ein bisschen viel. Denn wir haben es gleich schon 9 Uhr abends. Und ja, so ein, zwei Stündchen wollte ich noch spielen und dann war es das. So, dies ist ein neues Logbuch. Ja, das kennen wir ja. So eine komische Blase hier. So, dann gucken wir mal, was hier abgeht. Hokodate Freight. Hokotate Freight. Aha, eines Tages musste Captain Olimar eine der Angestellten auf einem unerforschten Planeten lootlanden. Ja, von dort einheimischen Wesen, die er Pikmin nannte, erhielte er unerwartet. Letztendlich gelang Captain Olimar die Flucht. Ja, das kennen wir ja aus dem ersten Teil. Doch während seiner Abwesenheit geriet sein Arbeitgeber in finanzielle Schwierigkeiten. Okay. Das ist Captain Olimar, jawohl. Das ist Planet Hokotate. Oder Hokotate oder Hoktate. Hokotate, sag ich einfach mal. Das sieht ja richtig räudig da aus, was da alle passiert. Präsident der Hokotate Freight und der Angestellte Louis. Lernen wir die auch mal kennen, nicht schlecht. Jo, moin Leute. Olimar, ich bin so froh, dass Sie unversetzt sind. Wirklich, aber leider habe ich auch eine Neuigkeit, die nicht so gut ist. Unsere Firma ist am Ende. Ja, mit uns ist es vorbei. Auf einer Mission geriet Louis an ein gefräßiges Weltall-Karnickel. Aha. Seine Ladung goldener Pick-Pick-Karotten wurde aufgefressen. Ich habe einen Kredit aufgenommen, um dies auszugleichen. Für die Rückzahlung musste ich Aktivposten verkaufen. Aber der einzige Aktivposten ist ihr Schiff, die Dolphin. Was den Rest betrifft. Ich weiß nicht, wie ich die Schuld jemals
begleichen soll. Weiß ich nicht, was da stand. Hey. Scheiße. Ulima, was ist das? Ist dies ein Souvenir für ihre Kinder? Oh Mann. Schatz, 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 Geld, Geld, Geld. Richtige fräßiges Vieh. Bewertung des geborgenen Schatzes wird initiiert. Der Wert beträgt 100 Pokos. Das Ding ist 100 Pokos wert. Mehr als ein Jahresgehalt? What the fuck? Was? Es gibt noch mehr? Das könnte unser Problem lösen. Louis die Trappel, du musst sofort aufbrechen. Mit Captain Olimar. Okay, also geht die Action zu zweit weiter anscheinend. Mit Louis an Bord. Und einen neuen Spaceship, was ein bisschen räudig aussieht und fast auseinanderfällt. Gerade erst angekommen, müssen wir schon wieder los. So geht das. So ist das immer auf Achse, dieser Olimar. Friedvolles Tal. Ja, ob das wirklich so friedvoll ist, wir werden es sehen. Nein, wir stürzen schon wieder ab. Und Louis verlieren wir irgendwo. Ach, gerade noch mal landen können. Brrrt, das war knapp. Ich konnte gerade noch eine Bruchlandung verhindern. Selbstdiagnose läuft. Alarm, Gefahr, Louis wird vermisst. Er muss irgendwie aus dem Cockpit gefallen sein. Ich erhalte kein Signal von seinem Kommunikator. Entweder missachtet er das Protokoll oder er ist in Gefahr. Olimar, Sie müssen Louis finden, bevor er in der Kälte dieses Planeten erfriert. Moment, warten Sie. Sehen Sie doch. Könnten dies Pikmin sein? Während wir hier sprechen, werden sie verschlungen. Oh no. Sie müssen ihnen helfen. Schnell. Drücken Sie B, um sie zu... um sie mit ihrer Pfeife zu rufen, Captain Olimar. Okay. Sie können auch B gedrückt halten, um den Radius ihrer Pfeife zu erweitern. Mhm. Schon vergessen? Nö. Ja, einigermaßen vergessen. Ja. Hä? Ich hab doch B gedrückt. Da sind sie. Oh, meine süßen Pikmin sind wieder am Start. Die Pikmin sind dann... ihre Seite geeilt. Sie scheinen sich an sie zu erinnern, Captain Olimar. Wie faszinierend. Zögern Sie nicht und erteilen Sie ihnen Instruktionen. Halten Sie A gedrückt, um ein Pikmin zu ergreifen. Lassen Sie den Knopf wieder los, um es zu werfen. Okay. Das werden wir wohl hinkriegen. Oh, okay. Man muss natürlich auch in die Richtung werfen hier. Und schon ist es platt. So schnell geht das, jawohl. Wo bringen die das jetzt hin? Ich weiß es schon gar nicht mehr hier. Oh. Achtung, Captain Olimar. Ich habe soeben ihre Kommunikationsverbindung mit Louis wiederhergestellt. Sehr gut. Glücklicherweise konnten wir bestätigen, dass er in Sicherheit ist. Gut. Drücken Sie Minus, um mit ihm zu kommunizieren. Okay. Ich bin sehr an den Details seines Zustandes interessiert. Ich auch. Okay, machen wir doch mal Minus. Gucken. Aha. Signal. Louis, erlauben Sie mir Ihren Zustand laut unseren Sicherheitsprotokollen zu bewerten.
Sind sie verletzt? Ach, ist das so? Dann waren meine Bedenken nun unnötig. Unsere Kommunikationsverbindung zeigt an, dass sie sich in der Nähe befinden. Können sie sich zu unserem Aufenthaltsort durchschlagen? Ich werde für sie navigieren. Drücken sie Plus, um mich zu kontaktieren und etwas über den Terrain zu erhalten. Okay. Ah, jetzt kann ich mit denen auch spielen. Drück mal Plus. Aha. Ist ja nicht so weit, ne? Das geht ja. Müssen wir nur kurz hier hoch, würde ich mal so sagen. Oder? Täuschen wir uns da. Ne, hier sind wir doch schon. Ach ne, das ist was anderes. Das ist dieses andere komische Teil. Dieses Pikmin-Teil. Louis, das eigentümliche Objekt vor Ihnen scheint eine der Zwiebeln. Ach ja, Zwiebeln heißen die, genau. Die in Olimars Bericht erwähnt werden. Ja, aha. Genau so. Und da kommen schon wieder diese Samen. Diese Pikmin. Der Samen, den die Zwiebel vor kurzem ausgestoßen hat, ist bereits gekeimt. Ging aber schnell. Laut Olimars Bericht kann man ihn durch Drücken von A aus der Erde pflücken. Yes, genau so ist das. Yes. Louis, dies muss einer dieser Pikmin-Kreaturen sein, die in Olimars Bericht erwähnt werden. Es starrt sie an. Oh ja. Drücken Sie Steuerkreuz da unten, um Ihre Pikmin-Einheit Ziele zu weisen. Sie können auf diese Weise sogar Ihre Richtung bestimmen. Sehr gut. Drücken Sie C, können Sie Ihre Einheit entlassen. Interessant. Oh yes. Olimars Vergleich dieser Kreaturen mit Pik-Pik-Karotten war überaus akkurat. Louis, meine Sensoren zeigen Geifer in ihren Mundwinkeln an. Fühlen sie sich auch gut? Klar, mir geht's top. Woll. Er will doch nur kuscheln. Ja, folgt uns jetzt, ne? Steuerkreuz da unten, können wir machen. Das hört sich ja cool an. Egal, wir werfen ihn jetzt erstmal hier auf diese Pflanze drauf zu. Das kennen wir ja schon vom ersten Teil. Und dann transportieren die das zu ihrem Schiff. Dadurch kommen natürlich wieder neue Pikmin, ne? Sehr schön. Neue Pikmin sind natürlich mehr Helfer, die wir gut gebrauchen können. Die Zwiebel hat noch mehr Samen ausgestoßen. Der Name dieser Blume muss Nährstoffe beinhalten, die Pikmin hervorbringen. Ja, die Pikmin sammeln Nährstoffe, transportieren sie zur Zwiebel und vermehren so ihre Art. Ja, sehr erstaunlich. Die Zwiebel ist also ein Pikmin-Mutterschiff. Oh yes. Nach Durchsicht von Olimars Berichten scheint es so, als könnte man durch wiederholtes Drücken von A die Pikmin-Keime schnell aus der Erde pflücken. Jo, das kenne ich auch. Das weiß ich schon. Machen wir doch mal. Zack. Und zack. Jawohl. So, dann folgt mir mal. Dann machen wir hier mal weiter, würde ich sagen. Zack. Da einen hin. Zack. Und zack. Da noch einen hin. Wunderbar. Na, dann trag den Schiff mal hier hin. Na, du bist schon wieder fertig? Gut, das gefällt mir. Immer schön fleißig, diese kleinen Pikmin. Das gefällt mir doch. Anscheinend haben wir wirklich gerade momentan gar kein Zeitproblem hier. Läuft gar keine Zeit, finde ich sehr gut. Muss ich mal so sagen. Aber was mir gerade auffällt, dass das Bild gar nicht voll angezeigt wird. Zum Beispiel Tag 1. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt komplett sehen könnt in der Aufnahme. Tag 1, also da, Tag sehe ich nur zur Hälfte. Also irgendwie ist hier ein Stück von meinem Bild ausgeschnitten irgendwie. So sieht mir wohl... Oh. Es wird mir ein bisschen verkehrt angezeigt auf dem Fernseher. Finde ich gerade ein bisschen blöde. Fällt mir gerade so zum ersten Mal auf. Ob es jetzt nur an dem Spiel liegt oder was? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt sind wir schon wieder ordentlich Leute hier. Gucken, wo können wir jetzt hin? Hier runter. Gucken wir mal lieber auf die Karte. Ach scheiße, wie war das nochmal? Karte plus, ne? Ja. Ah, genau, wir können runter. Genau, dann kommen wir ja zu dem
Raumschiff. Batterie? What the fuck? Schön Duracell-Werbung. Vielleicht ist diese vielleicht eine der Schätze, nach denen wir suchen. Oh yes. Wir sind nur darauf gestoßen, weil sie hier aus dem Schiff gefallen sind. Was für ein Glück. Ich würde es gerne schätzen, aber sie sollten sich zuerst wieder mit Olimar gruppieren. Können Sie ihn irgendwo sehen? Drücken Sie Z, um die Kamera hinter sich zu positionieren. Sie können auch Steuerkreuz nach links oder rechts drücken, um zu zoomen und bla bla bla. Um den Blickwinkel zu ändern. Ja, okay. Okay, okay, okay. Machen wir doch mal. Zack. Ah ja, das kennen wir ja auch, genau. Aber da sehen wir, welche rumlaufen. Und so, aber wir wissen ja schon. Können wir das schon transportieren oder so? Wie viel brauchen wir denn da? Wird nicht angezeigt, ne? Nee, ich glaube, es funktioniert noch nicht. Wir müssen erstmal weiter. Würde ich mal so sagen. Ich glaub, wir müssen erstmal hier irgendwie durchkommen. Wie kriegen wir das denn jetzt weg hier? Ich weiß es nicht. Kriegen wir das überhaupt irgendwie weg? Ich habe keine Ahnung. Können die das irgendwie wegmachen? Sieht schlecht aus, oder? Das sieht sehr schlecht aus. Aber wir können anscheinend nur auf diesen Weg dadurch, oder? Ja, wir können nur so dadurch, anders wohl nicht. Das sieht schlecht aus. Was haben wir sonst noch? Aha. Okay, also sind einige Teile, die wir einsammeln können. Egal, wir werden erstmal wieder zurück. Ja, wie kommen wir jetzt da durch? Gar nicht, oder? Weil da passiert ja anscheinend nichts. Blöd. Das ist semi blöd gerade. Moment mal. Ah, so auf Minus können wir wechseln. Ja, schön. Hilft uns aber gerade auch nicht weiter. Ah, wenn wir sie draufwerfen, okay. Ah, wir haben aber zu wenig, leider. Mist, warte mal. Was ist denn, wenn wir so machen? Lass den Shit hier mal liegen und geht da mal mit hin. So, jetzt geht's doch. Jawohl. Das ist hier... Geht doch. Was jetzt? Ein Signal. Captain Olimar, Louis, endlich sind sie wieder vereint. Juhu! Dies war ein sorgenvoller Start für unsere Expedition. Doch jetzt sind sie sicher davon überzeugt, dass sie mit vereinten Kräften alles überstehen können, korrekt? Von jetzt an können sie durch Drücken von B eine einzige Gruppe bilden. Cool, okay. Mit C sind sie im Solo-Modus unterwegs und mit Minus wechseln sie den Anführer. Mann, 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 ist ja ganz schön viel zu lernen hier. Okay, würde ich sagen, ich nehme mal wieder so ein paar hier. Ah, so viele brauche ich auch nicht, aber egal. So, jetzt wieder mal das hier aufnehmen. Das könnt ihr schon mal wegbringen, von mir aus. So, euch nehme ich auch noch mit. So, sind wir erstmal hier eine starke Truppe. Jetzt gucken wir mal, was mit dieser Batterie da ist. Gehen wir mal nicht so weit weg, auch nicht so nah ran. So Mittelmaß finde ich mal am besten. So, gucken wir mal, ob wir das hier transportieren können irgendwie. Weiß ich nicht. Anscheinend nicht, oder? Oder passiert hier was? Doch, sieht grammes aus, oder? Es geht langsam hoch, oder? Da täusche ich mich da gerade. Doch, jo. Sehr schön. Wir brauchen bloß leider noch ein paar mehr. Wenn das hier weggebracht wurde, dieser komische Käfer, dann haben wir, glaube ich, 20. Müssen wir noch ganz kurz darauf warten, würde ich mal so sagen. Wir können ja mal gerade noch ein paar mitnehmen und hier dazu werfen, dann geht es nämlich schneller. Dann laufen die schneller. Ein bisschen, glaube ich, oder? Ja, scheint so. Will er nicht mitmachen? Ah, scheiße, was mache ich denn? Mist. Komm, alle ran hier. Power. Ah, geht nur 6, okay. Dann bleibst du bei uns. Ach toll, war ja schon fast da. Ach, das wäre noch ein Stückchen weiter. Ja, haben wir das. Sehr gut. Jetzt kommen da wieder ein paar raus. Mal kurz warten, bis die keimen. Und da müssen wir genug haben. Auf jeden Fall. Das ging ja schnell. Oh.
So, kommt mal alle mit, meine kleinen Banausen. Ha, ihr wollt doch nicht rumziehen, ihr seid doch eh zu wenig. So, jetzt kommt. Ach, waren das genug? Komm schon, bitte. Ja, genau 20, sehr gut. Ich dachte schon, es wäre einer zu wenig gewesen. Ja, und wir laufen ja nur ganz blöd nebeneinander da rum. Das sieht vielleicht süß aus hier mit den ganzen 20, mit der ganzen Armee hier, die hier eine dicke Duracell-Batterie durch die Gegend schleppen. Jetzt hat man mal den Größenvergleich. Duracell-Batterie und wie groß die Pikmins in Wirklichkeit sind. Weil über so eine Duracell-Batterie weiß man ja, wie groß die in echt ist. Na los, was ist eigentlich, wenn wir das eingesammelt haben? Ist dann das vorbei hier, die Map oder was? Glauben wir ja nicht, ne? Können wir nochmal gucken, auf die Karte ist ja noch ein bisschen größer, ne? Da ist ja noch ein bisschen was. Oh, die ist ja wirklich riesig eigentlich. Da werden wir noch einiges erleben. Ich würde sagen, wenn wir die Batterie hier weggebracht haben, dann beenden wir erstmal diese Aufnahme. Bam, rein damit. So, Wert 280 nur. Tapferkeitsreaktor. Aha. Ein Chat schon am ersten Forschungstag. Wir werden diese Mission schnell beendet haben. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihn im Zuge der Schätzung zu benennen. Belassen Sie die Namensfindung für Top-Produkte ruhig mir. Beenden wir hiermit unseren ersten Tag oder erstatten wir dem Präsidenten Bericht. Okay. Also wenn wir einen Schatz gefunden haben, ist ein Tag vorbei. Sein Gesicht wird sicher von Freude gekennzeichnet sein. Aber um mit Hokotate Verbindung aufzunehmen zu können, müssen wir uns in einen niedrigen Orbit über den Planeten begeben. Wir werden nicht vor morgen zur Oberfläche zurückkehren. So könnten wir den einheimischen nachtaktiven Kreaturen aus dem Weg gehen. Ja, das ist gut. Sonst fressen sie uns wieder. Oh, Tagesbericht. Ja, was sagt er uns? 280 haben wir für so eine Batterie bekommen. Komisch, der Kronkorken am Anfang war aber mehr wert. Sehr komisch. Naja, gut. Also haben wir noch einiges zu tun in unserer Videoreihe hier. Pikmin 2. Ja, 20 Pikmin dazu bekommen, ist doch wunderbar. Und eine Mail haben wir noch. Sie haben Ihren ersten Schatz gefunden. Gute Arbeit, unsere Zukunft hängt von Ihrem Erfolg ab. Also prüfen Sie regelmäßig Ihren Schatzhort. Ich melde mich. Ja, speichern, jawohl. Schön gespeichert, sehr gut. Ja, Leute. Tatsächlich schon gepackt hier. Können wir mal gucken. Piklopädie, was ist das denn? Ach so, wahrscheinlich werden die ganzen Viecher angezeigt, die wir so kennengelernt haben. Ah, scheiße. Na egal, Schatzhort haben wir hier noch. Ja, eine Batterie, schön. Roter Zwergpunktkäfer, ja, und Knopfprimel, ja. Damit werden wir uns in den nächsten Folgen noch mehr beschäftigen, würde ich mal so sagen. Wir haben noch ein paar Folgen vor uns. Ich weiß nicht, wie lange das geht, ob es auch 30 Tage geht oder was, ich habe keine Ahnung. Das werden wir alles noch herausfinden, denke ich mal. Ich würde sagen, das war's ja aber mit der ersten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dürft ihr mich gerne abonnieren, ich würde mich freuen. Und würde ich sagen, bis zur nächsten Folge hier bei Let's Play Pikmin 2 mit eurem Mr. Freako. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.